Herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. Was laberst du? Yes, und in diesem neuen Video heute könnt ihr etwas gewinnen. Und zwar nicht eins, nicht zwei, sondern drei Vegan to Go Bücher. To go. To go. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Und wenn ihr wollt, dann sind wir nicht mehr Manuel Floyd, sondern Manuel Neuer. Und eigentlich sind wir gar nicht in unserem Wohnzimmer, sondern sitzen in der Badewanne. Und wenn ihr wollt, sind wir nicht mehr Manuel Neuer und sitzen nicht mehr in unserer Badewanne, Sondern Gude. Der Patrick von der Fitnessfabrik. Aber am Ende sind wir dann doch lieber Manuel Floyd. Und beginnen mit unserer neuen Rubrik. Was laberst du? Und überlegen uns, was laberst du da überhaupt? Auf vegan machen und dann Moët saufen. Ha 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 ha. Weißt du was? Halt deine Fresse! Du. Mein Uropa hat immer gesagt, wenn einer einen Stein nach dir schmeißt, wirf eine Blume zurück, aber nimm die mit dem schwersten Topf. Tja, da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Denn die Champagnersorten von Moët Hennessy sind alle vegan. Das könnt ihr gerne nachlesen unter dem folgenden Link. Genau da. Und dazu gehört nicht nur Moët, sondern auch Veuve und Dôme. Denn sowohl bei der Champagnerherstellung werden keine tierischen Produkte benutzt, als auch der Wein, der dafür benutzt wird, ist vegan, denn er wird nicht mit tierischer Gelatine oder anderen tierischen Produkten behandelt. So die Aussage der Firma Moët Hennessy. Tja, da kann man nur einen berühmten deutschen Kabarettisten zitieren. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ich hab mir Volldienst. Ist es ein Kohlrabi oder eine Pastinake? Haha, köstlich. Ihr seid super. Ich freue mich auf weitere Folgen ab der nächsten Saison. Übrigens, das war eine Meilenrübe, aber ich finde, wir haben das überzeugend rübergebracht, oder? 90% der Leute haben es uns geglaubt. Und wir haben es uns sogar selber geglaubt, Freunde. Yep. Ne? Tote Vögel essen Plastikmüll und verenden dann. Habe ich das falsch verstanden? Also ist doch Quatsch. Wer redet denn so einen Scheiß? Keine Ahnung, also ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das macht ja keinen Sinn, so ein bescheuerter Scheiß. Also ich würde sowas nie sagen. Ja, völlig bescheuert. Tote Vögel essen Plastikmüll und verenden daran. Wetten, dass mindestens 50% der Abonnenten hier nur wegen der Uschi sind und nicht wegen sonst was. Es gibt solche Kommentare, die liest man. Und man weiß, dass der Verfasser sich heute Morgen die Schnürsenkel nicht alleine zugebunden hat, ne, Freunde? Komm, jetzt wollen wir mal nicht gemein sein. Es gibt Menschen, die sind im Niveau flexibel. Manch einer hätte die Suppe der Weisheit halt nicht mit der Gabel löffeln sollen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Lieber Romeo K., jetzt stell dir mal vor, du wärst eine Frau. Du würdest deinen Kommentar lesen. Was würdest du denn denken? Ach nee, warte. Ich will dich nicht überfordern. Nee, ist ja auch. Das ist zu viel für ihn. Romeo, alles cool, super. Super Typ bist du, ja? Weißes Mandy kann aber auch die beste Schnute ziehen. Was meinen die denn? Keine Ahnung. Man kann dir echt nicht zuhören, ey. Bisschen weniger Butter auf die Stimme, bitte. Janis, hast du mich gefragt? Ich Kleiner denk Mann. schon. Ja? Janis, Butter ist nicht vegan, mein Freund. Außerdem verstehe ich nicht, was du mir damit sagen willst, mein Freund. Außer, Junge. dass du mir nicht zuhören kannst, ja? Vielleicht kannst du mir nicht folgen, da kann ich nichts dafür. Die Butter auch nicht. Nee, dann deabonnier bitte den Kanal. Das Und Schlimme ist, guck lieber den Patrick von der Fitnessfabrik. wir haben uns stundenlang über deinen Kommentar ausgetauscht. Aber auch nach 7 Stunden Überlegung und einer Butter, einer veganen Butter, sind wir nicht darauf gekommen, was du uns sagen willst. Wir sind sogar zum Aquarium gegangen, haben Butter bei der Frische getan und nix. Janis. Und du hast sogar einen Esslöffel voller Butter gegessen, aber die Stimme war dieselbe. Verstehst nicht, Janis. Janis. Du kannst uns aber gerne nochmal drunter schreiben, wie du das genau meintest. Klär uns auf. Verstehst du, Janis, ja, ein Logopäde? Meinst du? Da Nein. weiß ich bestimmt noch nicht mal, wie man das schreibt. Was labert er? Janis, was Was laberst labert der über dich? du? Habt ihr überhaupt gelernt? Du hörst deinen Schnauze. So, Freunde, zurück zum Vegan to go, ne? Vegan to go, nicht eins und nicht zwei, sondern drei. Um die zu gewinnen, diese wunderschönen, stilvollen Bücher, zu unserer Schande, wir haben noch nicht mal reingeguckt, ja? Wir haben die jetzt erst bekommen
Wir haben auch eins und wir gucken da jetzt mal rein. Und da gibt es bestimmt noch das ein oder andere Video zu, Freunde, in der Zukunft. Ich werde auf jeden Fall morgen mal was davon kochen und dann auf Instagram ein Bild davon hochladen. Also folgt uns auf Instagram und guckt mal rein. Oh, habt ihr das gesehen? Um die zu gewinnen, teilt ihr dieses Video auf Facebook von unserer Facebook-Seite. Also das Link ist unter dem Video hier. Das Link. Das Link. Das Link ist unter Video. Hey. Der Link ist unter dem Video. In der Kommentarbox, die öffnet ihr, da klickt ihr drauf, dann geht ihr auf unsere Facebook-Seite. Teilt den Post mit den drei Vegans for Fit und dem Link zu diesem Video. Darf ich kurz was sagen? Jo. Das sind Vegans to go. Yes. Teilt den Link mit diesen drei Vegans to go und abonniert unseren Channel, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Freunde, wir prüfen das nach. Wir gucken nach, wenn ihr die Auserwählten seid, die gewinnen werden, die unseren Link geteilt haben und ihr habt unseren Kanal nicht abonniert, dann kriegt ihr die Bücher nicht. Ja? Und es gibt auf die Fresse. Huntala! Freunde, wenn ihr schon abonniert habt, seid ihr eh coole Typen, dann funktioniert das, dann teilt einfach den Link zu diesem Video und Fordert eure Freunde dazu auf, ebenfalls zu teilen und zu liken, damit sie eventuell auch dieses wunderschöne Vegan to go von Attila Hildmann, das aktuellste, neueste Bestsellerbuch, gewinnen können. yeah, Freunde. Zeig doch mal, was da drin ist. Das ist doch zu. Na, gucke doch mal. Der Adila macht doch immer Bilder auf der Rück. Da. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber da ist ein Falafel. Falafeldöner. Ein Döner-Döner. Und lasst euch überraschen. Also Freunde, ich habe ja die Leseprobe schon runtergeladen und da haben wir auch schon reingeguckt und die sieht geil aus. Und aus Erfahrung wissen wir eh, die Sachen vom Ati, die schmecken gut. Der Ati. Hi. Ati. Hi. Ja, auf jeden Fall macht das, teilt diesen Post von der Facebook-Seite, abonniert unseren Channel und ihr könnt gewinnen. Der Teilnahmeschluss ist der kommende Sonntag, der 14.12. um 12 Uhr mittags. Wer bis dahin nicht geteilt hat, nicht abonniert hat, der nimmt nicht teil und ist somit raus, Freunde. Ja? Alle anderen haben eine Chance auf ein Weekend to go. Bleibt unserem Kanal treu, guckt immer wieder rein. Am 21. Dezember gibt es hier noch was Besonderes zu gewinnen, weil unsere Weihnachtskalender-Aktion läuft, ja? Also guckt auch mal auf unserem Channel in die Playlist. Da könnt ihr auf den anderen Kanälen mit 23 anderen YouTubern, haben wir es zusammen gemacht, könnt ihr jeden Tag was gewinnen. Und am 21. bei uns. Jeden Tag öffnet ein anderer YouTuber ein Türchen. Also schaut nach. Die Playlist heißt 24 vegane Weihnachtselfen. Auch die packen wir euch einfach in die Infobox. Dann ist es ein bisschen leichter für euch zu finden. Natürlich habt ihr jetzt schon die ersten Tage verpasst. Selber schuld. Wenn ihr uns verfolgt habt, dann habt ihr die nicht verpasst, Freunde. Weil auf der Facebook-Seite haben wir es gepostet und geliked, Google Plus und was weiß ich. Und jetzt hör mal auf, weil wir haben schon viel zu lange geschwallt. Das sollte eigentlich ein kurzes Video werden. Und wenn es euch gefallen hat, kommentiert. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommentiert. Vielleicht kommentieren wir dann eure Kommentare in unserer neuen Rubrik Was laberst du? beim nächsten Mal. Also Freunde, bleibt uns treu, schaltet immer wieder ein, gebt uns immer wieder Daumen hoch, erzählt von uns und macht, was ihr wollt. In diesem Sinne sagen wir Bang! Bang, boom, Bang! bah. Buh,